Ja, hallo, wir sind wieder beim YouTube-Channel von der Berlinale. Der Channel ist von SWR 2 und von Artischock, dem Filmmagazin aus München. Ich bin Rüdiger Suchsler und ich freue mich sehr, hier zu begrüßen Carsten Bisarius, den Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschlands. Danke, Rüdiger. Das ist richtig, ja. Was macht ihr? Was haben die Kirchen mit Film zu tun, wenn man das nicht zu lang, aber doch klar und prägnant sagen kann? Sie haben damit zu tun, so viel sie halt mit Kultur zu tun haben. Und zwar in der langen, langen Tradition, ein Großteil der europäischen Bildwelt und ein Großteil des narrativen Erbes, wenn man das so will, ist geprägt durch das Christentum. Und es wäre eigentlich unverständlich, wenn die Kirche da nichts zu sagen hätte. Also engagiert sie sich da in diesem Bereich auch im Film. Und zwar besonders prägnant, weil die beiden größten filmkritischen Zeitschriften in Deutschland werden ja von den Kirchen finanziert. Und es gibt noch EPD Film von euch, also Evangelischer Pressedienst heißt eigentlich EPD Film von der Evangelischen Kirche und der Filmdienst von der Katholischen. Genau, so ist es. Und ich mache unter anderem, organisiere ich eine Jury, die jeden Monat einen Film auszeichnet als Film des Monats. Ein Film, den wir für besonders empfehlenswert halten, aus ästhetischen Gründen. Also er muss eine herausragende künstlerische Qualität haben, er muss gleichzeitig was zu sagen haben in Bezug auf unsere Gesellschaft, in Bezug auf unsere Welt, in Bezug auf ethische Fragen. Wir haben, also ich weiß ja, dass hier auch stilistische Kriterien durchaus eine Rolle spielen, obwohl das jetzt das Inhaltliche dominiert hat. Wir werden gleich über so ein Beispiel sprechen. Vielleicht kannst du aber noch kurz charakterisieren, ihr habt ja auch eine Jury, also hier auf der Berlinale, und es gibt überhaupt viele, manchmal ökumenische, manchmal speziell protestantische oder katholische Jurys auf den Festivals. Was machen Sie? Sie suchen einen Film, der eben auch eine herausragende künstlerische Qualität hat. Das ist die Grundbedingung dafür, dass er eine kirchliche Auszeichnung bekommen kann. Also das ist nicht stilistisch in dem eigentlichen Sinne, aber eine künstlerische Qualität. Das geht ja über stilistische Fragen hinaus. Ja, das kann sehr, sehr viel sein. Ja, es gibt da keine ästhetische Dogmatik oder sowas. Dann aber auch natürlich, ob es was zu tun hat mit Menschen in unserer Zeit. Ja? Also ob es die betrifft in einer Dimension ihres Lebens. Das kann persönlich, familiär sein, das kann existenziell eben, oder es kann politisch sein, gesellschaftlich sein oder ethisch sein oder im Sonderfall würde ich sagen. Du hast zum Beispiel einen Film gesehen, über den hier sehr viel geredet wird, nämlich dieser 8-stündige Wettbewerbsbeitrag von Lauf Diaz. Ja. Und vorhin hatten wir ein Gespräch mit Josef Schnelle, der den ganz super findet. Du warst ein bisschen gelangweilt, hast du gesagt. Kannst du kurz charakterisieren, warum oder was so dein Eindruck von dem Film war? Ich finde ihn sehr blumenhaft. Ich mag nicht dieses rechtische Erbe, was ich da durchschimmern sehe. Es ist ja ein Film über die nationale Befreiung der Philippinen von den Spaniern Ende des 19. Jahrhunderts. Und ich finde, ständig im Kreis zu laufen in einem Dschungel dabei nach irgendwas zu suchen, was ich nicht ganz verstanden habe, wahrscheinlich nach eben der Freiheit, das hat sich für mich doch relativ schnell erschöpft. Also ich mag zwar diese Schwarz-Weiß-Fotografie, aber dann die Blätter der Urwaldpflanzen zu studieren, fand ich dann eigentlich so ergiebig für mich. Also ich bin ausgestiegen und nie so richtig ausgestiegen. Ja, Schwarz-Weiß-Fotografie gibt es ja verschiedene. Also ich fand die Schwarz-Weiß-Fotografie halt so ein bisschen matt. Ich finde, man sieht, dass es digital ist, dass es eigentlich eine Billigarbeit ist im Vergleich zu etwa dem portugiesischen Wettbewerbsfilm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der auch, aber in einem ganz prächtigen Schwarz-Weiß gedreht ist. Also ich würde es prächtig nennen. Ja, Haneke hat sowas gemacht mit dem weißen Band zum Beispiel. Das ist so wunderschön, das Schwarz-Weiß. Ja, also wie man es sich erträumt eigentlich von der Schwarz-Weiß-Ära.
Und wenn die Filme restauriert werden, die Schwarz-Weißen, haben sie halt diese unglaubliche Brillanz in dem Schwarz-Weiß. Das ist was Fantastisches. Ich liebe das sehr. Aber ich gebe dir recht, man merkt, es ist digital bei Love Jones. Und auch das ist eben störend. Deshalb habe ich so, man studiert das so ein bisschen wie so Mikroorganismen oder sowas. Das, nein. Wir haben zusammen einen anderen Film gesehen, der ganz anders ist. Ja. Der ist farbig und nicht digital. Oder ich denke, das ist zumindest, das ist noch die Frage, wie der eigentlich gedreht ist. Aber schon, glaube ich, auf 35mm gedreht. Der war von Nicolas Geierhalter und heißt Homo Sapiens. Also nichts Geringeres als der Mensch. So heißen normalerweise Bücher von Anthropologen. Und vielleicht magst du für unsere Zuschauer ein bisschen diesen Film beschreiben und sagen, wie du ihn fandest. Also es ist ein Film, der entgegen seinem Titel den Menschen ein einziges Mal zeigt und da auch nicht direkt, sondern im Bild ganz am Anfang, nämlich in einem Mosaik, in einem orthodoxen Mosaik einer verlassenen bulgarischen Monumentalkirche. Und da gibt es ein Riesenmosaik mit religiösen Motiven und da gibt es auch das Bild des Menschen. Ansonsten glänzt der Mensch in diesem Film durch Abwesenheit. In einer gewissen Weise ist er auch wieder da, aber das muss man erklären. Er zeigt nämlich verlassene, aufgegebene Großbauern. Von innen meistens, manchmal auch von außen. Bibliotheken, Malls, Kirchen, Theater, Gefängnisse. Ganz oft solche Zweckbauten, die wir hier kennen, wo wir hier in einer sitzen, im Sonne Center in Berlin, das ist auch so ein Riesending. Und er zeigt es in einem Stadium größeren oder geringeren Verfalls, eines Verlassens. Das heißt, die Natur erobert diese Bauten zurück. Und man staunt über diese, also das alles in feststehenden Einstellungen. Es gibt keine einzige Kamerabewegung. Die Bilder selbst sind, die Geier halt das sehr oft macht, sehr symmetrisch eigentlich gebaut, so über Zentralperspektive. Also sind großartige Bilder, finde ich, von Dingen, die nicht schön sind. Keineswegs schön sind. Und er kriegt es trotzdem hin, dem eine ästhetische Brillanz abzugewinnen, die großartig ist. Also, wenn man so will, auch immer wieder das Gleiche, nur weil die Bilder so toll sind und dann eben doch sehr verschiedenes zeigen, ist es immer wieder ein neues Abenteuer, wenn das nächste Bild kommt. Und jedes Bild erzählt natürlich in diesem Stadium des Verfalls und eben in der Spezifik der Funktion, die diese Architektur hatte, auch sehr viel von denjenigen, die dort einmal irgendwas getan haben. Also im Gefängnis natürlich, im Gefängnis, die Strafe abgesessen haben, bewacht wurden von Wärtern oder in einer Mall halt eingekauft haben oder was gekauft haben. Und natürlich auch von denjenigen, die das Ganze dahingestellt haben, wo es jetzt steht und verfällt. Und man fragt sich die ganze Zeit, und deshalb ist es eigentlich doch ein sehr, sehr guter Titel, man fragt sich, was ist das denn eigentlich für eine Spezies, die diese Dinge erstellt hat. Die haben sowas Zyklopenhaftes, sowas Riesiges und was Unproportioniertes, also eigentlich furchtbar. Und man ist im Grunde genommen fast schon einverstanden damit, dass diese Spezies jedenfalls in diesen Bildern verschwunden ist. Man kann sagen, dass was lebt. Es lebt nämlich schon was. Es bewegt sich schon was in dem Film. Abgesehen von der Schnittfolge sehen wir zum Beispiel einmal die Spuren des Windes. Manchmal sehen wir Wind und dann weht irgendetwas, bewegt sich was. Und dann sehen wir natürlich Tiere, insbesondere Vögel. Ja, Tauben. Meistens Tauben. Ich weiß nicht, warum er so oft die Tauben genommen hat. Man sieht sie besonders gut, weil sie ja so einen leicht schwerfälligen Flug haben. Und dann das Flattern spielt auch in akustisch eine große Rolle. Also Tauben flattern sehr lautstark. Also wahrscheinlich deswegen und nicht wegen irgendwelchen religiösen Assoziationen, die man auch haben könnte. Also wenn zum Beispiel in einem verlassenen Kühlturm halt eines Kraftwerks, wahrscheinlich eines Atomkraftwerks, dann Tauben aufliegen durch die Öffnung, dann in den Himmel fliegen oder auch wieder einfallen gewissermaßen in diesen Turm.
das fällt dann schon sehr auf, dass, dass man da einen Protagonisten hat. Das, nicht, das Leben geht schon weiter, aber ohne diesen Erbauer, ohne den Homo sapiens. Mhm. Du hast nach dem Film spontan gesagt, du möchtest irgendwann mal eine Tagung veranstalten zum, wie du es genannt hast, transnarrativen Film. Du kannst uns jetzt ein bisschen diese Tagung pitchen, also erklären, was das sein soll und warum, was das bedeutet eigentlich transnarrativer Film und was du daran interessant findest. Ja, es ist nicht eine Tagung, sondern es ist eher eine Installation, also eine Ausstellung, die ich davor habe, weil was mich daran interessiert, ist, dass da eine bestimmte Dimension oder eine bestimmte Dimension des Films hervortreten in diesem transnarrativen Film. Also erstens seine Möglichkeit, also wenn man es vornehmer ausdrücken will, seine Ikonizität, dann seine Zeitlichkeit, also dass man ein ganz starkes Gefühl für den Verlauf der Zeit hat, die in diesem Bild festgehalten wurde. Das ist ein bisschen angelehnt an Deleuze natürlich, der zwei Bücher geschrieben hat zum Kino und unterschieden hat zwischen Bewegungsbild und Zeitbild. Also dieses Zeitbild interessiert mich. Und dann eben die Räumlichkeit, wie gesagt. Also Bildlichkeit, Zeitlichkeit und Räumlichkeit. Und, was da anders ist, man wird gewissermaßen nicht abgelenkt von einer Erzählung. Die im Kino normalerweise der zentrale Fokus ist. Aber das, vielleicht ist es das Interessantere am Kino, dass es eben diese Zeitlichkeit, diese Bildlichkeit und diese Möglichkeit gibt. Und man kann dann tatsächlich dann da eintreten. Wir treten in diesem Film eben in diese verlassenen Räume ein. Und das können wir tun. Und eben mit der Zeit, die wir mitbringen, die wir abgebildet sehen, beides verschränkt sich natürlich. Und die dann auch wieder in dem Verfall selbst sichtbar wird als eine Bildspur. Mhm. Ja. Was würdest du sagen? Also ich war an diesem Abend relativ müde und ich hatte manchmal Probleme, mich zu konzentrieren. Das gehört ja auch so, Tagesform gehört ja dazu. Und mitunter war das was Meditatives, keine Frage. Mitunter habe ich aber auch gedacht, verfilmtes Coffee Table Book. Also ein sehr schönes Buch, was man auch gerne hat. Und die Bilder schaut man sich sehr gerne an. Aber ist es eigentlich Film? Und ist das nicht eigentlich ein bisschen langweilig oder ein bisschen zu wenig von etwas, was auch zum Film gehört? Ja, das ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Man muss nicht, ja. Aber man ist in diesem Zeitbildraum drin, auf jeden Fall. Und die Anmutung dieses Zeitbildraums, ja, die saugt mich dann doch in diesen Film hinein. Und dich vielleicht auch nur momentweise, aber vielleicht nicht auf die Dauer. Es ist Film natürlich, weil die Zeitlichkeit eine Grundbedingung all dieser Bilder ist. Insofern ist es kein Coffee-Table. Es gibt in den Fotografien immer nur den Moment, ja, den erstarrten Moment, das ist Roman Barthes, ja, das Punktum, der erfasste Moment. Hier in dem Geierhalter-Film gibt es tatsächlich so etwas wie die Dauer, also das Verfließen der Zeit in den unterschiedlichsten Dimensionen. Und deshalb fühle ich mich dann absolut zu Hause in diesem Film. Ja, auch so schrecklich das auch wieder ist, weil, ich sagte es ja schon, das hat so was Zyklopenhaftes. Manchmal denkt man, es könnte auch ein Horrorfilm sein. Ja, Horrorfilme nutzen diese Bildlichkeit manchmal auch ganz, ganz stark, um eben solche Effekte von Angst, Schrecken oder sowas zu erzeugen. Und man kann sich gut vorstellen, dass der eigentlich, wir sehen es und bei Geierheit, dass es nicht darauf abgesehen hat, dass da irgendwelche Geister oder Dämonen zu Werke sind. Die hat er einfach weggelassen. Ich denke, jetzt haben viel mehr Leute als vorher schon Lust, diesen Film anzuschauen, Homo Sapiens von Nicolas Geierheit. Er läuft hier im Internationalen Forum. Und ich danke dir, Carsten Isaias. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.